Willkommen zu einem weiteren Part von Powerwash. Weil es so gut ankam, spielen wir es nochmal. Eigentlich kam es noch nicht so gut an. Ich weiß gar nicht, wie es ankam. Der Part ist noch nicht mal hochgeladen, mal veröffentlicht. Warum hast du so einen 8 Jahre alten Monitor, oder? Hä? Hast du einen 8 Jahre alten PC, oder? Ich lade ja jeden Tag um 19 Uhr ein Video hoch. Ja. Wenn es jetzt immer noch funktioniert, wäre es gut. Und da teile ich mir es immer ein, weißt du, mein? Julian, hast du die 10 Fragen überlegt? Noch nicht, nee. Hat noch keine auch Zeit. Geil. Für. Geil. Julian, komm mal her. Wie geht's hier eigentlich weiter? Ach du heilige Scheiße. Ich weiß, ich hab schon gesehen. Ach du heilige Scheiße. Ah, jetzt ist auch eine Leiter rum. Oh no. Ich tu noch kurz hier das Ding kaputt, kaputt machen, was wegwischen, und dann kannst du hier bei mir hoch, da haben die Platz frei. Ich fange schon mit dem Dach an. Viel Spaß mit dem nervigsten Teil. Warte, ich muss was machen. Ich komme mal kurz wieder hoch. Ich komme nicht hoch, Scheißleiter. Cool. Sehr cool, gell? Hauptschule ist es, gell? Hä? War einfach rausgeworfen. Cool. Nein! Nein! Wegen Mobbing. Es geht auch nicht! Es geht auch nicht! Coronavirus. Lassen wir jetzt mal so. Was machst du dir auf? Auf andere Seite machst du dir ein Polarspezie auf. Ich hab's gehört. Echt? Spezi, keine Paulaner, aber eine Spezi. Ach du Kacker, Mann. Paulaner auf die auf Ansage, was wolltest du sagen? Lass uns jetzt mal so in den nächsten, sagen wir mal, 20 Minuten so 3 Fragen überlegen für den anderen. Mhm. Sind zwar nicht 10, aber 3. Es können, wie du willst, ernsthafte oder nicht ernsthafte sein. Und kannst beitreten. Hab Koop wieder angemacht. Das dauert immer einen Moment bei dem Spiel hier. Ich überlege mir was. Ernsthafte Fragen. Okay, lass mich mal. Okay. Also wie du willst, es können auch nicht ernsthafte sein. Aber jetzt nicht deine Telefonnummer. Jetzt nicht, Schwanzgröße bitte mal sagen, sondern ernsthafte Fragen. Ach, schade. Das wollte ich nehmen. Noch wirst du mir nicht angezeigt. Warte mal. Opfer. Nee, du wirst mir noch nicht angezeigt. Ich habe angemacht. Glaube ich dir. Ja, ich hab die Auffahrt gereinigt, Julian. Geil, 10%, jawohl. 10
10% mit nur einer Sache. Ach du Scheiße. Guck mir die Einfahrt an, wie sauber die ist. Maschallah. Wallah, Bruder, heftig diese. Mach die Tür sauber, dass wir wieder reingehen können. Was soll mir noch fragen? Und okay, dritte Frage weiß ich noch nicht. Warte mal, Julian, ich hab eine Idee. Kann ich mal kurz gucken? Ach. Warte mal. Julian, Sekunde. Ich hab mir jetzt mal einen Universalreiniger geholt. Und damit können wir das ganze Dach irgendwie auf einmal sauber machen. Okay, Jürgen, wollen wir testen? Kannst du mal machen. Ich glaube, du kannst hier nur auswählen. Ich kann die gar nicht auswählen. Ja, ich habe. Ich habe. Und bist du bereit? Ja, mach mal. Ja, oha. Ist echt so. Und? Oha. Aber? Nö. Warte, machen wir. Oha. Ist da eine Anzeige, wie lange das hält, oder? Ja. Und wie lange hält es? Und ist weg. Schade. Ey, guck, wie viel die gemacht haben. Krass, Alter. Warte, ich, es kostet nur 10 Stück und ich kann mir davon noch mehr kaufen. Ich kann nicht reden. 30 Liter, David, Julian. Echt jetzt? Ja. Und? Hat das noch richtig? Gut gucken. Ah, warte, ich habe zum Falschen gekauft, oder? Und los. Ich habe 5 Liter, Julian. Und hat die Seite auch noch?
Viel kostet eine Flasche? 10. 10 Euro? Dollar. Halb Dollar oder halb Dollar. Halb wieder nachgefüllt. Heilige gibt's mit Doggy, ist das geil. Nee, ich kann's leider nicht auswählen. Na, schade. Julia, guck die Seite des Dachs an. Guck mal die Dachseite hier drüben an. Boah. Ja, wenn du anzeigst, dann sind halt schon noch ein paar Punkte da, gell? Drück mal. Aber die kann man normal noch wegmachen. Den Ersatz, die kannst du oben machen, kannst du auch nicht zu viel verschwenden. Und das hier. Fuck, das gehört alles auch zu einem Dach. Ach, kacken. Julian, ich habe noch 1 Liter übrig und ich habe das meiste vom Dach eigentlich jetzt gemacht. Also daran nur noch ein bisschen dran. Das kannst du ja machen, oder? Ja, ich hätte es da auch so gemacht, keine Sorge. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? Ja, Julian, ich muss heute Bio-Arbeit nachschreiben. Ich habe so hart reingeschissen. Warum? Was war das Thema? Pflanzen, alles mögliche, Früchte, Orten, welche Baum hat die Früchte und alles und die Sache ist, hat... ja, ist ja auch easy eigentlich, aber die Sache ist, mein Lehrer hat mir, also unser Biolehrer, grüße gerne raus an ihn, ist also echt ein netter Mensch, aber er ist verpeilt wie noch was. Du willst gar nicht wissen, wie verpeilt er ist. Und er hat mir letztens gesagt, ja, also ich habe so mit der Schule gehabt. Ja, du schreibst während der Mittagsschule einfach ab. Wir schreiben ja 7 und 8 Stunden einfach ab. Dann gehe ich mir, okay, chillig. Und dann in der 5. Stunde kommt er zu mir, Maximilian, bitte nachschreiben. Ich konnte gar nicht lernen. Okay. Ja. 5 Ansage nach 4 Minuten oder so. Scheiße. Egal, ja, der wichtiger ist als Bio. Aber du willst doch nicht irgendwann so adden wie dieser Putzer hier, oder? Das ist voll cool. Ich bin voll, du willst auf den Hausdach steigen, aber alles abspritzen. Aber nee. Aber ich glaube, wegen einer Bio-Note werde ich nicht zum Putzmann. Vor allem in der 6. Klasse nicht. Ja, jetzt können wir das Dach noch ein bisschen machen.
Aber es nervt schon, dass hier überall die kleinen Punkte sind. Ja, ja. Ah, bumm. Wie sah das aus? Ganz okay. So ohne Emotion. Yippie. Yippie. Nein, du musst auch keine Sau, Julian. Weil du dich bewegt hast, ist mein Pferd und jetzt kaputt geworden. Ich hasse dich. Hä? Weil du dich bewegt hast. Was kaputt ja, geworden? Mein Pferd ist an der Wand. Nur weil du dich bewegt hast. Ach so. Gib eine Anzeige. Penissen. Heißt es. Nicht Penis, sondern Penissen. Mir leid, Girl, innen. Wir haben das Dach jetzt fast fertig. Hat sich der Universalreiniger für 10 Optionen schon gelohnt? Eher gesagt für 15, für, nee, nicht für 15, sondern für 50. Ich habe mir direkt da alle gekauft gefühlt. Mit ist denn das Dach? Ey, das ist fast am Ende. Bist du oben, oder was? Ich will noch die ganzen Türchen hier drüben noch die Flecken abmachen. So Universalreiniger ist wirklich halt so teuer, gell? Das ist wirklich so eine Flasche, ja. 10 Euro. Ja, ja. Eine Flasche 10 Nieren. Eine Flasche ist eine Niere, gell, ja? Ja. Ah, ich habe noch eine Ecke gefunden, die noch gar nicht kaputt ist. Das ist halt ohne mitgefüllten 2 Sekunden fertig. Erstmal noch so wenig. Ja! Jawohl! Geil! Oh, sieht von oben so geil aus. Sonst eigentlich so Überschwendung mit 50 Dollar, aber trotzdem. Sag ich, kommt hier hin. Hey Julian, geh mal da drauf. Mal komm bitte Leute nicht mal aufs Dach drauf. Mal komm bitte nicht mal hoch. Was für Scheiß. Einfach nur scammen mit der Leiter.
Warte. Da kommt man nicht hoch. Dann packen wir so hier drüber noch. Julian? Ja? Wir haben ein Problem. Warum? Okay, doch nicht mehr, alles gut. Ich hatte eine Leiter auf dem Dach gehabt, aber alles gut. Scheiße. Stimmt, wenn ich Leiter auf dem Dach hätte, muss ich mich wieder hochkommen. Gib die Leiter wieder her. Hast dein Handy Passwort wieder gewusst oder was? Nee. Also guck mal, ich hab das Passwort. Ich hab dieses Passwort 10 Milliarden Mal eingegeben. Hat nie geklappt. Meine Mutter geht einmal mein Handy, zack, gelöst. Echt? Ey, Mutter konnte, ey. Ja, Mütter können echt. Das ist auch so, wenn man was sucht. Weißt du, wo das Handtuch ist? Hier. Weißt du, man? Nein, ist es nicht. Doch, ist es da. Butter auf einmal. So, wo ist das? Hast du die Uhr gesehen? Nee. Wo ist meine Uhr? Wo ist meine Uhr? Mama, wo ist meine Uhr? Hier, da liegt sie doch. Mütter haben irgendwelche super Teleportationskräfte. I'm back, back again. Guess who's back? Ladies back. Ach, falsch gesungen, Picken. Tolles Spiel, hab ich gesagt. Alles gut, darf man mir sagen. Fick die scheiß Juden, die dann vergaß wieder mal alle. Das darf man nicht bei mir sagen. Okay, kinderfreundlich, wir lieben, wir lieben kinderfreundliche Pflanzen vs. Zombies. Wir tun immer Zombies töten, weil unser letztes Gemüse schlagen. Nein! Gemüse! Du machst gerade ein Video, oder? Ja. Ey, Leute, könnt ihr mal alle reinfolgen? Auf ihrem Bruderbasis.
Julian, du kennst Spotify Wrapped, oder? Ja. Ich und Julia machen ein Duell. Jawohl. Guck, die ganze Wand hier ist sauber. Oh, geil. Ich und Julia machen in 2024 ein Duell, wer über das ganze Jahr meisten Musik gehört hat. Welcher Julian? Was ist? Achso, David, der ist auch wieder drauf. Warte, schon mal auf, weggehen. Schon mal auf zu putzen, Julian. Und den Mikro mal kurz ein bisschen einweichen. So, Gefeife hilft immer. Julia, ich check diese Scheiße nicht. Ah, doch, alles gut. Du stehst ja voll im Weg. Julia, kann ich ein Autogramm von dir? Ja, klar. Kannst du schicken. Echt? Cool. Du hast dich gereinigt, Julian. Julian, ich hab 1 Million. Was, 1 Million? Euro, oder was? Nee, weißt du, Schulden aus der Bank. Euro! Nicht Dollar? Ach, halt mal, Dollar. Wir haben die Regerinne. Jesus back again. Mach mal hier oben die Wand. Okay, machen wir die Wand hier. Bisschen weiße hilft immer für die guten Vitamine. Ja, was kann ich dann noch kaufen? Mal einen Aussatz, oder? Vielleicht. Ach du Scheiße! Was denn? Sekunde mal. Ich sehe gerade was. Was ist gerade aufgefallen, ist Julian? Diese ganze Seife bringt ohne Schmutzflüssigkeiten gar nichts. Was kaufe ich mir hier? Putz! Warte, Julian, ich habe es jetzt gekauft für 900.000. Bist du bereit? Kurze Sekunde. Das ist meine normale Pistole. Mhm. Und jetzt mein Hochdruckreiniger. Guck mal an, guck dir jetzt der normale. Piu. Und jetzt guck ihn dir an. Boom! Guck, wie schlimm meiner ist, Digga. Ja, guck mal dein Baby-Ding an.
für 900.000. Das sind mal von 900 Euro, was sind 900.000? Das war auch scheiße. Sekunde. Jetzt käme noch für die kurze Pistole. Ich hab... Okay, ich muss noch 100.000 sparen, dann kann ich mir für das Ding hier noch eine heftige Verlängerung holen. Ey, jetzt denken Sie, sieht meine Hand aus wie so ein Motorboot. Reinige mal nicht die Regen, ich glaube, warte mal, ich guck mal kurz nach. Ich glaube, es gibt ein Trophäe, wenn man die Regenrinne als letztes reinigt. Ja, okay. Warte mal. Wollt sich dein Freund auch das Spiel holen? Hm? Wollt sich dein Freund auch noch das Spiel holen? Thomas David? Ja. Ich verkaufe es doch nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, er wird doch nicht irgendwie spielen. Ach so. David ist so ein bisschen, manchmal ein bisschen komisch an dem.
Oha, wir schreiben schon 93%, gell? Oha. War da heftig. Ey, dieses Ding ist so geil. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mit dem viel schneller halt reinigen. Hochschreiber mit der Leistung besonders zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz wie Graffiti geeignet. Aha. Was ist das? Ich habe nur vorgelesen, was da drauf stand. Wo? Bei dem Hochdruckreiniger, den wir jetzt ausgewählt haben. Ach, hast du denn auch? Wenn du was kaufst, haben wir es beide. Außer Klamotten. Okay. Vor allem, es ist ja der, also es gibt einfachen, also den normalen hatten wir vorhin. Es gibt noch den sehr guten und den Experten. Das ist gerade mal der Mittel. Mittel, du warst schon Putzer, heftig. Hochdruckreiniger. Ja. Denk dran, die Regen erinnere erst später zu reinigen, gell? Naja. Was fehlt noch? Warte mal, ich guck mal nach. Ich hab hier noch. Also wir haben eine Regenrinne. Wir haben zwei Regenrinnen. Ich glaube, eine können wir abschließen, oder? Ja. Okay, ich schließe die Regenrinne ab. Du nicht machen, sonst haben wir auch Ziegel fehlt noch einer. Okay, ich habe die Regenrinne eine abgeschlossen. Pfosten fehlt noch. Pfosten. Ich hatte einen Pfosten. Haben. Ziegel und Veranda-Pfosten. Guck, diese Regenrinne hier oben machen wir noch nicht. Ja. Die hier oben. Die ist schmutzig. Müssen wir erst am Ende machen. Ich mache den Veranda-Pfosten. Ah, ich habe einen Ziegel gefunden. Veranda-Pfosten, wo ist? Ah, okay, der ist hier hinten bestimmt. Ja, ich sehe gerade welchen. Pfosten sind ja diese fetten Dinge. Veranda-Pfosten 1 ist fertig. Und Veranda-Pfosten 2 ist auch fertig. Ah, hier, der hier. Jetzt. Ja, jetzt die Regenrinne, oder? Ja, alles jetzt. Ich hoffe doch mal, dass das jetzt funktioniert. Warte, müssen wir noch von oben reinlegen. Ich reinige sie von oben. Geil! Und hast du zu viel bekommen? Nee, noch nicht. Okay. Keine Ahnung.
Wollen wir noch diesen Mars-Roboter machen? Den was? Den Mars-Roboter. Die konnte. Bonus-Drops. Hä, wo ist der Mars-Roboter? Also meinst du den Mars-Rover reinlegen? Ja, genau. Sollte relativ schnell gehen eigentlich. Relativ schnell, hast du mal geguckt, wie groß der ist? Der ist nicht so groß. Der ist nicht so groß, aber muss da jeden einzelnen scheiß Winkel rausholen. Multiplayer bestätigen. Kannst rein. Bei mir steht noch Bungalow reinigen. Mal gucken, was passiert, wenn ich dabei tritt. Existiert nicht mehr, okay. Gut, ich beende erstmal den Part. Ich bin 1, hab Fun. Tschüss, Kowski. Tschüss.